Guten Morgen. Hallo Leute. Guten Morgen. Herzlich willkommen zu einem neuen Video aus der Halle 70 an einem Samstag. Heute ist eigentlich Dienstag, aber wir haben Montagabend, es ist schon lang nach Feierabend. Hä? Dieses Auto hier, naja, nicht dieses. Startender Start, bist du bereit? Ja, als allererstes muss ich euch beleuchten, dass sie besser leuchtet. Was mir als erstes gerade auffällt, Micha, das habe ich auch oft schon bei Straßenautos gehabt, also bei ganz normalen Rennautos. Wir haben hier einen Fiat, einen Italiener, wie der Italiener jetzt auch sagen würde. Der Jan ist immer noch wieder mal im Zustand. Ich spüre jetzt aber auch, dass ich jetzt ein bisschen aufgeregt war. Also hier wurde wieder viel improvisioniert. Boah, ekelhaft. Das ist eklig. Für mich ist das Julians Projekt und es bleibt Julians Projekt. Seid gespannt. Läuft ganz sauber bei 950.000 Drehungen. Der Nährwert, also der Mehrwert von so einem Fahrzeug ist natürlich sehr gering. Legen die dritte Fahrstufe ein, also den Drangai. Seid gespannt, der Julian sagt, seid gespannt, was der Julian zu diesem Auto sagt. Wir werden mal einen selbstständig zerlegen, aber da sind wir beim Tablet-Problem. Ich muss einmal neu hochfahren, komplett neu hochfahren. Komm, weißt du was, die Katze ist eben im Sack gefallen. Ja, wäre ja Blödsinn gewesen, oder? Ja, also, was heißt Blödsinn? Das, was du jetzt gemacht hast, war definitiv eine Restauration. Und ich muss zugeben, ich habe den sehr rabikal, ne, wie heißt das? Rabiat oder radikal? Rabiat. Ich würde ein Käsebrötchen nehmen. Mit oder ohne Käse? Das nächste, was ihr nicht vergessen dürft. Hallo, willkommen zum ersten Werkstattvideo von mir, präsentiert heute mal. Ich gebe mal wieder ab an Marco, weil ich kann das nicht. Also, ich habe ganz oft schon erlebt, glaube ich nicht oft, habe ich schon sehr, sehr oft erzählt, glaube ich, hier auf Prüfständen. Hat den als 2 Jahre altes Fahrzeug gekauft und hat damit, ich weiß gar nicht, wie viele Kilometer runtergesetzt. Ach, bleh. Hä? Runtergespult. Oha. Oha. Die steht auf hohen Schuhen. Ja. Ihr seht, der hängt am eisernen Faden. Es sieht nicht falsch aus, es sieht auch nicht billig aus oder wie gekonnt und nicht gewollt. Wir haben den besten Vermieter, der genehmigt einfach alles. Ich denke gerade so, wenn... Deswegen musste man früher bei schwarzen Rückleuchten, gab es einen ganz wichtigen Spruch, jeder von euch kennt den noch, die früher so alt waren wie ich und Autos gefahren sind. Und du merkst, der hat so ein... Beide in Außenraum doch auch mal abgebaut. Wurde die Fläche, wie heißt das, betoniert, juveliert. Bäh. Falls die Leute natürlich wieder einen Einsatzzustand suchen. Es gibt immer Autos, die dann sagen. Auf jeden Fall wurde er auf 3,2 Liter umgebaut und mit 190 PS eingetragen. Und jetzt kommt der Highlight. Ich fahre den dann raus. Hier mal mit dem Hämmerchen und dann haben wir mal gucken, ob wir dann. Womit mit dem Hämmerchen gegen? Gegen den Anlasser. Also, gegen den Magnetschalter. Ich habe nicht so ganz verstanden. Habe ich undeutlich gesprochen? Ja, ein bisschen. Mache ich das öfter? Mhm. Denkst du, dass mein Gehirn zu langsam ist, mein Mund zu schnell oder das Gehirn zu klein ist? Beides hat irgendwo Probleme, also weißt du es mal? Ja, Probleme sind das ja nicht. Sag, wenn du Bescheid bist, Julian. Der Rest aber, Lichtmaschine, Anlasser etc. über 24 Volt. Ist das immer so eine Sache? Würdest du? Du siehst ja, siehst du für dich jetzt, Julian, speziell? Hä? Wir sind nicht nur dick, sondern wir sind das halt auch. Der kriegt hier alle Interieurleisten. Wie heißt der ganze Käse hier? Haben wir mal eine Leuchte? Hinter dir. Da ist eine richtige Leuchte. Wir holen den Wagen, wenn wir ihn wieder abholen. Echt, komm ich. Weil der Prüfstand, ich sag euch, zeigt einfach immer noch saugaul an. Was willst du denn sagen? Was möchtest Dein du Namen? Sagen? Julian. Dein Name? Micha. Micha. Junge, komm, Sven. Also sag dir, mein Gehirn ist out of order teilweise. Wir haben uns Mühe gegeben mit den Hölzern, mit dem MFD-Platten. Heißt die MFD? Nee. Nein, OSB. Und ihr seht den ganzen Drehmomentbrand. Hat der nur 165 Newtonmeter? Darf ich mir gleich deine Klobürsten mal ausleihen? Ja. Keine Pumpe. Mach die italienische rein, Patrick. Die Italiener funktionieren jetzt politisch, läuft halt die Integrale nicht. Jetzt läuft halt der Integrale halt nicht. Ah, okay. All das ist neu. Das Einzige, was kein Einzug eingezogen ist, ist die Zusatzwasserpumpe. Die ist raus. Eigentlich ist es ja gar nicht mein Projekt. Eigentlich ist es ja wirklich euer Projekt. Ja. Also ich will mich ja wieder mal nicht mit den dicken Rosinen von anderen bewürdigen. Wegen so einem Ding kann ein ganzes Haus abbrennen, wenn du günstig kaufst. Also nehmen wir es mit. Ist das günstig? Ja, klar. Was ist so ein Auto wert? Das ist immer zwischen
haben wollen und bekommen, liegen echt zwei Paris-Schuhe. Ich glaube, wie ich es erklärt habe, müsste es richtig aufgehen, sonst würde es ja keinen Sinn machen. Kekse! Das kann nicht für dich sein, ne? Und hier zum Beispiel, wo macht man das Radio Leitlause? Jetzt siehst du es nämlich, weil da Volume steht. Ich will Frikadellen! Und Essen Motorshow veröffnete Geöffnung. Na, hast du ansteckende Krankheiten? Wir hätten den VW Kübel zum Angebot. Oder den VW Treser. Beides muss auf dem Prüfstand. Die Dinger gehen richtig schnell und du kannst das bestätigen, dass man da zwei Lader drauf macht und dann geht das richtig ab, ne? Jo. Und das gucken wir uns jetzt auch an? Das gucken wir uns jetzt an. Ich hatte schon so ein bisschen Sorge, weil du ja sagtest, der Motor fühlt sich so gequält an. Nee, der Motor fühlt sich gut an. Das ist echt die Trägheit des Autos. Du hast 108 PS, fast 990 Newtonmeter, das ist die Werksangabe. Und ich sag euch, es hat mir echt lange schlaflose Nächte zerbracht. Kameramann, Sven, Kind, kennen wir ja. Es fährt irgendwie katastrophal, aber es fühlt sich richtig gut an. Kamera, Sven, Kind, Micha, kennen wir auch. Extrem krass und ihr freut euch, glaube ich, auch, dass den Sound hier zu erleben dürfen. Abgasnorm und was dann alles kam, Abfuckprämie und, findest du keine mehr. Lachst du so? Was hast du, was für eine Prämie war? Abfuck. Es muss unkrassbar, fast ein unfassbar Gefühl sein, oder? Hier die Tankverlegung, das ist auch halt, was soll ich euch sagen? Nicht das Wahre vom Ei. Was für einer filigranen Vorarbeit wir hier alle gearbeitet haben. Und wir sehen noch nicht Ende der Fahnenspitze. Kann man sich nicht beklagen, ne? Perfektes Auto. Danke dafür, wie du hierher kommst. Okay. Heute seit langem wieder einer der wildesten Prüfstandstage. Ich wüsste gar nicht, wie dieser Titel des Thumbnails heißt. Ciao. War cool. Danke, dass du damit da warst. Und guten Fahrt. Danke. Ciao. Nee, keine Ahnung.